Eine Bugle-Meldung. MJs neuer Artikel. Was? Sie hat nicht gewartet, bis ich ihn lese? Hey, Danny Kumpels. Hat jemand zufällig eine, 20-Meter-Echse verloren? Nein? Die Stadt New York offenbar schon. Im Ernst, sie ist einfach futsch. Und wisst ihr, was gruselig ist? Zwei Leute sind runter in die Kanalisation. Lizard und Spider-Man. Aber nur einer kam wieder raus. Was ist da unten? MJ, was machst du da? Hey Kumpel, wie fühlst du dich? Ich brauche den Anzug. Pete. Was weißt du noch von gestern Abend? Nur noch, dass ich müde war. Pete. Du bist nicht du selbst. Der Anzug verändert dich. Durch den Anzug bin ich noch am Leben. Ja, ziemlich toll, nicht wahr? Warum wirfst du nicht ein paar Pillen ein und sagst, was du wirklich meinst? Hey, lass das! Ich reiß mir den Arsch auf, um dich zu retten. Und das ist der Dank? Ich sagte, lass das! Ich habe deine Story gesehen. Ich wollte es dir erzählen. Hast du aber nicht, oder? Ich brauche diesen Job, Pete. Dein Job ist es, die Wahrheit zu schreiben. Hab ich. Die Wahrheit ist, ich bin hier der Held, nicht du. Wie war dein Besuch bei Harry? Keine Sorge, Harry geht's bald besser. Danke. Dass du sein Freund bist. Ich habe euch zusammen aufwachsen sehen. Du bist wie ein Sohn für mich. Ich bin so stolz auf den Mann, der du geworden bist. Danke, Mr. Osborn. Ich muss los. Ja. Geh. Bitte.
Ich sagte, geh! Jede Menge Arbeit. Und wie immer muss ich wohl alles selbst machen. Peter, wo ist Miles? Er ist gestern nicht nach Hause gekommen und geht nicht an sein Handy. Hallo? Ich bin in meinem Büro. Sag ihm, er soll sofort zu mir kommen. Warum kann keiner auf sich selbst aufpassen? Immer muss ich helfen! Es geht ihm sicher gut. Aber rufst du mich an, wenn du ihn siehst? Danke, Theo. Miles! Ich hab dich angerufen. Stundenlang. Nichts. Du weißt doch, dass Miles hinter Lee her ist. Ich finde ihn. Ich ruf die Krankenhäuser an. Ich sag doch, ich finde ihn. Ich hab alles unter Kontrolle. Miles redet nur noch davon, ein besserer Spider-Man zu sein. Nicht von der Schule oder seinen Freunden. Wie er dir helfen kann. Los, hilf ihm! Wie komme ich hierher? Echt Wert auf Sicherheit. Das war nichts. Vielleicht bei den anderen. Hat geklappt. Jetzt muss ich die anderen blockieren. So. Jetzt ist ein kleiner Weg frei. Hallo? Waren das alles Gefangene? Lee? Er war hier? Hoch und rüber. Dass der mich ausgenockt hat. Und was ist mit Peter und MJ? Diese kleine Spinne hat keine Chance. Der große Spider-Man vielleicht. Aber der Kleine? Die Kleinen sind doch die Schnellsten. Neugierig? Wenn Kraven neugierig ist, bin ich's auch. Aber ich erwarte nicht viel. Kraven. Okay, Oscorp-Technologie. Was wollen die denn damit? Hier einsperren. Genki,
Ich brauch dich, Mann. Generatoren treiben wohl die Ventilatoren an. Besser, aber es reicht noch nicht. Ich muss die anderen einschalten. Na bitte, einer noch. Der einzige Weg raus zu sein. Wisst ihr, wo der Ausgang ist? Du wirst hier nie rauskommen. Das Gefühl habe ich langsam auch. Kleine Spinne. Euer Bot zieht hier ja echt alle Register, was? Das tut er immer. Ich zeig uns mal, was du drauf hast. Das waren alle. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Es klang, als würden sie auf mich warten. Das nimmt gar kein Ende. Was, wenn die Jäger wissen, wer ich bin? Wenn sie meine Maske abgenommen haben? Was, wenn? Genki, kannst du mich hören? Bitte. Haben Sie ihn erwischt? Haben Sie ihn, Mom? Spielt doch sonst nicht so lange mit seinem Essen. Oh, mehr Jäger. Craven scheint zu glauben, dass er derjenige ist. Ob er recht hat? Es liegt so eine Spannung in der Luft, ja. Nachdem so viele gescheitert sind, scheint es unmöglich, dass ihn etwas tötet. Wir werden sehen.
Ausgang aus. Ich muss wissen, warum Kraven mich hergebracht hat. Erstmal braucht sie uns Spider-Man anrufen. Falls er okay ist. Natürliches Licht sah noch nie so gut aus. Okay. Was geht hier ab? Das ist... Okay. Es gibt kein Entkommen. Ich hab's versucht. Ich hab dich früher erwartet. Was ist mit dem Elan der Jugend? Kämpft bis zum Tod. Oder sterbt hier gemeinsam. Wie viele Menschen haben Sie getötet, bevor ich herkam? Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich bin es leid, gegen Schwächlinge zu kämpfen. Beweise, dass du meines Lebens würdig bist. Ich verstehe, dass du mich umbringen willst, aber das kann ich nicht zulassen. Warum hätten wir verdient zu leben? Ich werde nicht als der Mann sterben, der ich war. Vorsicht! Ich komme nicht einfach davon. Die inneren Dämonen, der Teufelsatem, der Bombenanschlag auf das Rathaus. Erzähl mir nichts von meinen Sünden. Ich weiß, was ich getan habe. Sie haben keine Ahnung. Hat Kraven die hergebracht? Oder sind sie freiwillig hier? Spar dir deine Überheblichkeit. Wir sind beide in dieser Arena. Die Zeit im Gefängnis hat wohl nichts geändert. Du liegst falsch. Er erweckt etwas in dir, Spinne. Und du in ihm. Zeig mir mehr. Du wirst mich nie besiegen! Spider-Man tötet nicht! Diesen hier kennen Sie noch nicht. Er ist schnell! Was ist deine Schwäche? Lies Kraft! Blockiert meine! Chance! Weg!
Bereuen Sie eigentlich irgendeine Ihrer Taten? Was auch immer ich dir angetan habe, es war nichts Schädliches. Für Sie sicherlich nicht. Was willst du? Eine Entschuldigung? Wenn Sie auch nur die Hälfte meines Schmerzes spüren würden. Die negative Energie wird dir schaden. Behalte ihn gut im Blick, Spinne. Er spielt deine Kräfte. Halt still! Ich mach's kurz. Ja, mein Venom geht wieder. So, jetzt! Zeig uns deine ganze Kraft! Ich will dich nicht töten müssen! Wow! Vielleicht haben sie sich doch geändert! Nein! Über mich. Die negative Energie ist weg. Meine Kräfte sind zurück. Er hat keine Macht mehr über dich. Übernimm die Kontrolle. Das auf meine Art. Wo sind? Oh Mann. Das bist du. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin gerade nicht wirklich hier. Nichts davon ist echt. Was könnte realer sein als Angst? Was machen Sie mit mir? Ich blicke in deine Seele. Ich sehe einen Jungen, der Angst hat, allein zu sein. Seine Familie zu enttäuschen. Reden Sie nur! Sie werden mir nicht entkommen! Zeit der Welt, um dir herumzuwühlen. Raus aus meinem Kopf, Mann! Raus aus deinem Kopf. Aber hier drin gibt's so viel zu sehen. So viel Angst. So viel Schmerz. So viele Zweifel. Ich höre gar nicht zu! Du checkst es nicht. Ich meine, ich habe versucht, dir was beizubringen. Einen Helden aus dir zu machen. Klar, dass du hier nicht ankommst, aber... Du bist deine einzige Enttäuschung. Du bringst Leute in Gefahr. Das ist nicht Spider-Man. Spider-Man hilft Leuten. Du verletzt sie nur. Das ist nicht wahr.
Hey, Wolf, das ist jetzt nicht an mir aus. Hast ja nicht mal mich enttäuscht, sondern deinen Dad. Nein! So, du heißt also Miles. Wer bist du wirklich, Miles? Kommen Sie runter, Lee! Graben wir tiefer. Kämpfen Sie mit mir! Sie wollen das beenden? Dann kämpfen wir! Was zur Hölle, Miles? Ich weiß, dass Sie es sind, Lee! Ja klar bin ich das. Ich bin immer für dich da. Ich tue alles für dich. Ich höre nicht zu! Ja, das überrascht mich nicht. Du interessierst dich ja nur für dich selbst, nicht wahr? Du kannst immer nur nehmen. Du bringst mich in Gefahr. Du bringst Haley in Gefahr. Und wofür? Was haben wir davon? Ich weiß nicht! Wir werden zurückgelassen. Sonst gar nichts. Oder wir enden wie Finn. Genki! Genki! Ich hab zwar gesagt, du konntest nichts dafür, aber ich hatte wohl einfach Mitleid. Du solltest dich nicht verantwortlich fühlen. Besonders nachdem... Nicht! Besonders nachdem dein Vater... Sei still! Du entscheidest, wann das endet, Miles. Früher oder später lässt er mich rein. Und bis dahin, leide. Miho. Miho, wo bist du? Nein! Ich will dich hier machen. Ich ertrage das nicht mehr, Miles. Du bist nie da. Immer in Gefahr. Ich weiß. Du wirst dich noch umbringen. Nein. Und was dann? Du kannst nicht gewinnen, Miles. Ich hätte dir das nie erlauben dürfen. Am Ende wirst du mich alleine lassen. Mich in Gefahr bringen. Nein. Ich werde dich beschützen. Versprochen. Den Satz kenne ich. Wirklich? Nicht von dir. An dem Tag, als er starb. Dein Vater sagte mir an diesem Morgen noch, dass alles, was er tut... Nein! Nein, nein, nein! Miles, bitte! Ich liebe dich! Das reicht, Lee! Miles! Ich sagte, das reicht! Das reicht. Das reicht vollkommen. Ich habe alles, was ich brauche. Schluss damit! Dad? Hallo, mein Großer. Ist das schön, dich zu sehen. Hat sich viel getan, seit ich weg bin. Du bist jetzt ein richtiger Held. Aber ich konnte dich nicht retten. Oder Finn. Wenn Spider-Man nicht alle beschützen kann. Ja, dann. Ach, komm schon. Du bist mehr als nur Spider-Man. Du kannst dich hinter der Maske verstecken. Aber ich weiß, wer du bist. Und für was du stehst. Ich hab dich beobachtet. Wirklich? Und es tut weh. Was ist aus meinem Jungen geworden? Du bist ein Feigling. Ein Schandfleck für die Familie. Das meinst du nicht so! Oh, doch. Tun wir alle. Du bist ein Versager, Miles. Das wird sich nie ändern. Nein! Das wolltest du nie sagen! Keiner von euch! Ich bin nicht! Zeit aufzugeben. Gib auf, Miles. Nein! Gib auf! Niemals! Gib auf! Gib auf! Gib auf! Das war's, Lee. Ich mach das nicht mehr mit. Sie wollen wissen, wer ich bin? Der Junge, dessen Vater Sie getötet haben! Was?
Er starb, weil sie beschlossen haben, dass ihre Probleme wichtiger waren als die Leben all dieser Leute. Jefferson Davis war ein Held, der Menschen vor ihnen gerettet hat. Miles. Nein. Ich höre nicht mehr auf sie. Mein Dad zu verlieren, das hält mich nicht zurück. Ich selbst habe das getan. Aber damit ist Schluss. Mach schon. Bitte. Finden Sie Spider-Man, wenn Sie draußen sind. Lass sie nicht entkommen! Hey, Mr. Negative wurde angeblich beim Feast in Chinatown gesehen. Aber nichts von Miles. Glaubst du... Miles geht es gut. Wir suchen nach ihm. Finde Lee. Miles muss auch dort sein. Er muss einfach. Ich seh's mir an. Wenn er Miles auch nur ein Haar gekrümmt hat.